In meiner Forschung geht es darum, wie sich Bildung eigentlich auf die Verteilung von, im Speziellen auf Einkommen, aber insgesamt auf sozioökonomische Ungleichheiten auswirkt oder welchen Anteil Bildung an sozioökonomischen Ungleichheiten hat. Mir ist auch immer wichtig, irgendwie eine Position zu beziehen, irgendwie, ich mag jetzt nicht sagen, Bildung schlecht oder so. Aber genau das hat mich ja auch in meiner Forschung dann ein bisschen interessiert, dass man eben diesen Fokus aufs Bildung als Heilmittel ein bisschen aufbricht und genauer analysiert. Und ja, Bildung kann viel leisten, aber es kommt eben auch auf die Rahmenbedingungen an. Ja, das eine ist der Zusammenhang eben zwischen mit der Verteilung der Einkommen. Also es ist alles davon abhängig, wie unterschiedliche Berufsgruppen entlohnt werden, beziehungsweise auch in der Lage sind, ein unterhaltssicherndes Einkommen zu gewährleisten. Umso gleicher die Einkommens- und auch Vermögensausstattung, umso gleicher dann auch die Chancen, die sich wiederum über das Bildungssystem vermitteln.